Hallo, zurück bei Dead Synchronicity, wo wir unsere ersten Schritte in der neuen Welt, in the New Order, getan haben. Leider ohne Schuhe, deswegen liegt da auch ein wenig Blut. Wäre ja mal schön, wenn wir ein wenig mehr erkunden könnten, um Schuhe vielleicht zu finden. Ist vielleicht. Nein. Ah. So wie mein Fuß derzeit aussieht, werde ich nicht weit kommen. Na. Ich sollte in den Ah, Wohnwagen okay. zurückgehen und mich um die Wunde kümmern. Sieht nicht so gut Naja, aus. bei einem rostigen Nagel und unter diesen Umständen kann ich mir vorstellen, dass das nicht so gut ist. Was machen wir jetzt? Dreckiges Geschirr. Vielleicht hier mal kurz nachfragen, die uns helfen können? Das hat keinen Sinn. Sie geht nicht auf. Ich habe gehört, wie Rod von innen den Riegel vorgeschoben hat. Ich kann jemanden auf der. Rod hat sich. Ja, aber wir müssen noch. Hier vielleicht. Hier ist ein. Die Bettfeder können wir immer noch nicht machen. Unmöglich. Ich fürchte, mein Geist. Aha. Gut. Vielleicht müssen wir. Warte mal. Wir haben nicht viel, außer ein Topfdeckel. Um den Schrank zu öffnen, ist das nicht der richtige Weg. Aha. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ich sehe hier nichts. Okay. Dann packen wir den wieder ein. Das Notizbuch. Das bringt uns ja auch nicht weiter, oder? Der alte. Seltsam. Wie ein Vogel. Hier, ich dachte vielleicht, dass man irgendwie Scherben oder so. Nee, kann man auch nicht, ne? Nee, kann man nicht. Hier ist nichts. Vielleicht sein. Hier. Da meckert er uns gleich an. Hey du! Denk nicht mal daran, den Einkaufswagen Verdammt, anzufassen. das hast du schon Halt fünfmal dich von gesagt. meinem Kram fern. Oder ich schwöre, ich reiße dir die Eingeweide mit bloßen Händen heraus. Eieiei. Okay, reg dich ab. Ich werde nichts anfassen. Tja. Überladen, dreckig und mit Ungeziefer verseucht. Das wäre der Traum-Einkaufswagen für Diogenes. Wer ist Diogenes? Wer zur Hölle ist Diogenes? Die Autotür. Habe ich gar nicht gesehen. Die Zeit hat diese Scharniere verbogen und verrosten lassen. Ich sehe keine Möglichkeit, diese Tür mit bloßen Händen zu öffnen. Aha. Vielleicht mit einem Topfdeckel? Wie soll das gehen? Ja, weiß ich nicht. Ich dachte, machen wir vielleicht mal. Vielleicht bringt's ja. Er kann uns auch nicht mehr sagen, oder? Vielleicht mit. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ach so. Okay. Oh ne, es waren alles. Okay, dann erzählt uns Okay, nochmal das ich gehe dann Gleiche. mal wieder. Bleib nur ja. Ja, ich bleib von den Sachen fern. Ich wollte nur gucken. Ich brauche was, um hier und so. Ihr wisst. Also du weißt, Obdachloser. Vielleicht jetzt? Nee, immer noch nicht. Hä? Ich dachte jetzt vielleicht, weil wir sie triggert haben. Ich werde die Öllampe nicht löschen. Ja, was machen wir jetzt? Habe ich irgendeinen Hotkey vergessen? Ich guck noch mal. Hier ist alles. Nee. Alles gut, habe ich draußen einen übersehen? Manchmal, wenn es so viel ist, verlassenes Auto, ja. Hier ist R und R. Ja, alles haben wir schon alles. Aha, es fängt ja gut an, würde ich sagen. Wow, wir stecken jetzt schon fest. Das ist ja wunderschön. Ein Einkaufswagen, dieser und der Schwarm Insekten. Was machen wir denn jetzt? Auf der anderen Seite. Können auch nichts hier machen, ne? Außer. Das muss der kleine Colin sein. Aber er ist, den ich im Wohn. Ja, hast du gehört, das war der kleine Colin. Hier ist auch nichts weiter, ne? Seltsam. Wirklich seltsam. Was soll ich denn jetzt machen? Nein, so wie man. Ich sollte nicht. Ah, hier im Wohnwagen ist doch nichts weiter, was wir machen können. Oder irre ich mich? Irre ich mich? Ich weiß nicht. Ein ungerahmt. Zwei Erwachsene. Die Matratze zeigt, ich muss viel länger drauf gelegen haben, als ich dachte. Na, bestimmt ein paar Wochen, so wie es sich angehört hat. Okay, ungemachtes Bett.
Diese Feder ist so scharf wie ein Messer. Lieber nicht anfassen. Aha. Was ist... Der Ofen ist leer und schmutzig. Da ist nichts mehr drin, was mich interessiert. Okay, vielleicht kann ich ja hiermit, warum auch immer. Besser nicht. Das Geräusch der Bettfeder auf dem Metalldeckel würde mir auf die Nerven gehen. Ich sehe hier nichts, was ich damit abdecken könnte. Ach, wartet mal. Kurze Idee, vielleicht mit dem Deckel das Feuer abdecken? Oder ist das der... Mal sehen. Ich könnte schwören, dass der Deckel genau die richtige Größe für die Tonne hat. Ja, tatsächlich. Perfekt. Sehr cool. Verdammt, was ist das? Dieses verdammte Drecksloch wird noch unser aller Ende sein. Okay, das ablenkt mit Husten, weil er nicht mitbekommen hat, dass wir den Deckel auf diese Tonne gemacht haben. Natürlich. Ich sollte mich beeilen, bevor der Alte aufhört zu husten. Richtig, leg los. Mal sehen, was der hier Schönes hat. Los geht's. Ja. Verrottetes Essen, zerschlissene Kleidung und Müll. Und? Warte mal. Das sieht aus, als wäre da auch ein schmales Portemonnaie. Mit einer Reihe Kreditkarten. Was zur Hölle macht der Kerl mit so viel Plastikgeld? Na, was heutzutage da bestimmt nichts mehr wert ist. Hier eine Visa-Karte. Dies sind die verkohlten und verformten Reste einer Kreditkarte. Ich glaube nicht, dass sie in diesem Zustand benutzbar ist. Geschweige denn, dass es irgendwo noch einen funktionierenden Geldautomaten gibt. Ich glaube auch nicht. Kann ich den Deckel jetzt wieder runternehmen? Nicht. Okay, ich dachte. So, können wir jetzt vielleicht damit die Auto... Unmöglich. Ich glaube, ich brauche mehr rohe Kraft als Einfallsreichtum, wenn ich diese verrostete Tür aufkriege. Okay. Dann gehe ich mal rein und... Ach, vielleicht können wir mit der Kreditkarte den Kleiderschrank aufmachen. Ach, ich bin schon ein wenig eingerostet, was Adventure angeht. Das müssen wir unbedingt ändern. Hier? Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Na klar, sehr gut. Plump. Gut. Schuhe. Der Riegel hat beim ersten Versuch nachgegeben, aber die Karte ist kaputt. Wäre schon besser für mich, wenn der Typ da draußen das niemals rauskriegt. Ja, ich glaube auch. Alte Schuhe, die nehmen wir auf jeden Fall. Lieber nicht. Ach so. Ich bin Rod für seine Gastfreundschaft dankbar, aber diese alten Schuhe sehen nicht gerade sauer aus. Es würde nur ein paar Stunden dauern, bis die Wunde wirklich schlimm wird. Ach so. Und das Letzte, was ich gerade gebrauchen kann, ist eine ernsthafte Infektion. Ich dachte schon, der fängt jetzt an, pingelig zu werden. Diese Schuhe, die glänzen gar nicht. Das ist jetzt, glaube ich, falsch. Ein Kissenbezug, den nehmen wir auf jeden Fall. Das ist zufällig Alkohol, ich wollte gerade sagen. Das kombinieren wir am besten mal. Im Moment ist das nur ein Kissenbezug. Warum sollte ich den mit Alkohol trinken? Wollen wir den... Ach so. Wartet. Anders. Hier. Machen wir den ein bisschen klein zu einem Verband. Dann sehen wir mal, wie gut diese vorstehende Bettfeder schneiden kann. Anscheinend sehr gut. So. Sehr schön. Und die Dinger, die können wir jetzt mit... Ich werde den Whisky benutzen, um die Verbände zu desinfizieren. Und das ist jetzt für unseren Fuß? Oder für die Schuhe? Ach, legen wir direkt in die Schuhe. Naja. Dann mal los. Ich werde die Verbände für meinen Fuß benutzen. Ich hoffe, der Alkohol reicht aus, um ihn vor einer Infektion zu schützen. Ich hoffe auch. Oh, dann riechen wir wenigstens nett nach Alkohol. Hoffen wir mal, dass diese Behandlung nicht zu einem reizenden Fall von Wundbrand führt. Welcher Bastard hat einen Deckel auf meine Tonne gelegt? Stellt er jetzt erst fest? Ihr wollt mich ersticken, ihr Arschgeigen! Ich glaube, der Typ da draußen hat gerade herausgefunden, was ihm seinen plötzlichen Hustenanfall beschert hat. Irgendein Feigling in diesem Drecksloch wollte mich ersticken. Mich! Wer war das? Komm zurück, damit ich dir deinen Deckel wiedergeben kann, du Hurensohn! Er macht Party auf unserem Grab. Hast du den Lärm gehört, Rod? Was geht da draußen vor? Ich weiß es nicht. Ich schau mal nach. Uiuiui, da haben wir Unsinn angestellt. Sieht aus, als wäre es der arme Säufer, der immer vor dem Wohnwagen herumhängt. Er regt sich mal wieder auf. Nur gut, dass der arme Colin das alles nicht zu hören bekommt. Sag so etwas nie wieder, Rod. Es tut mir leid, Liebling. Ich habe nicht nachgedacht. Oh Mann.
Der Obdachlose hat ja auch den Herrn Atkinson als Gutmenschen bezeichnet, der in dieser Welt eigentlich nicht mehr überleben kann. Naja, ich bin mal gespannt. Wollen wir mal rausgucken? Oh. Da ist wieder dieses Stöhnen. Was zur Hölle geht in dem Raum vor sich? Na, lass uns mal gucken gehen. Ist ja jetzt offen, die Tür. Genau. Aber was machst du hier? Raus hier! Du darfst hier nicht rein! Rod, es tut mir leid. Ich... Uiuiui. Aber was passiert hier? Raus hier, Michael! Du hast nichts gesehen, verstanden? Raus! Raus! Entschuldige meinen Ausbruch, Michael. Ich hätte... Die Musik. Ich hätte mich nicht so verhalten sollen. So bin ich sonst gar nicht. Aber diese neue Welt bringt das Schlechteste in allen von uns zum Vorschein. Es ist nur, dass ich es nicht ertrage, Colin so leiden zu sehen. Also solltest du dich zu deinem eigenen Besten von dem Raum fernhalten. Okay. Fernhalten? Warum? Ist es ansteckend? Es macht keinen Sinn, es zu verbergen. Du wirst es ohnehin herausfinden. Colin ist sehr krank. Mhm. Und die Behörden behaupten, seine Krankheit sei extrem ansteckend. Extrem ansteckend? Ist er ein Zerflossener? Bei allem, was heilig ist, ich lasse niemanden in meinem Heim dieses Wort benutzen. Entschuldigung. Ja, Colin hat sich mit dieser verdammten Krankheit angesteckt. Ihr seid doch noch gar nicht krank, Mensch. Wollt gerade sagen, wenn sie so ansteckend ist, und da liegt er, sie ist ja gestern da, dann sind die beiden aber immer noch sehr gesund dafür, ne? Ich finde die Musik wirklich irritierend. Die ist sehr irritierend, irgendwie. Ja, keine Ahnung. Die ist sehr irritierend, aber vielleicht, ne, gewöhnt man sich nach einer Weile dran. Ich frag mal nach der Krankheit. Und was genau ist das für eine Krankheit? Weiß ich nicht, Michael. Das weiß niemand so richtig. Wir erfahren nur, was die Armee uns mitteilt. Sie sagen, die Krankheit sei extrem ansteckend. Und es sei unsere Pflicht, die Kranken den Reinigungsbrigaden zu überstellen. Aber niemand, der im Krankenwagen mitgenommen wurde, ist je ins Lager zurückgekehrt. Niemand. Wir können sie Colin nicht mitnehmen lassen, verstehst du? Ja, natürlich verstehe ich das. Sie sagen, die Opfer seien alle zum Tode verurteilt, dass es keine Erlösung für sie gäbe. Sie sagen, dass am Ende ihres Leidensweges und ihrer Visionen nur der Tod auf sie wartet. Ich glaube, dass sogar die Armee vor ihnen Angst hat. Aber es passieren wirklich seltsame Dinge mit den Opfern, Michael. Dinge, die du vermutlich nicht glauben würdest. Okay, ich habe die Vermutung, dass diese Krankheit gar nicht ansteckend ist und dass die Regierung, wer auch immer das sein mag, irgendwas anderes mit denen anstellt. Vielleicht sind die noch gar nicht tot von den Leuten, wo man denkt, dass die tot sind. Wir fragen mal, was mit den Leuten, was für Dinge passieren mit den Leuten, die mit der Krankheit infiziert sind. Was für Dinge passieren mit den Leuten, die mit der Krankheit infiziert sind? Seltsame Dinge. Unerklärliche Dinge. Die Kranken verfallen in eine Trance und dann gehen sie an andere Orte, Michael. Von dort bringen sie Informationen mit. Sie wissen Dinge. Sie reden mit Menschen, die nicht mehr bei uns weilen. Okay. So ergeht es uns nun schon seit Wochen. Was mit Colin passiert, wird immer und immer seltsamer und schwerer zu ertragen. Kontakte mit dem Jenseits. Mein Gott, seine Nerven müssen ja vor Müdigkeit und Stress vollkommen überreizt sein. Finde ich nett gemacht, so sein, wie seine Gedanken von Michael dargestellt sind. Wir fragen mal, wie sich Colin angesteckt hat. Wie hat Colin sich angesteckt? Wir wissen es nicht. Niemand weiß, wie die Krankheit verbreitet wird. Wir wissen nur, dass die Krankheit nach der Katastrophe das erste Mal auftrat und dass sie sich rasend schnell ausbreitet. Also hat die große Welle die Zerflossenen mit sich gebracht. Ja, aber benutzt dieses Wort nicht mehr. Jedenfalls nicht in diesem Haus. Es ist so gemein und respektlos. Im Grunde wissen wir nur eines mit Sicherheit über diesen Wahnsinn. Die große Welle hat uns alles genommen und uns mit dieser Epidemie zurückgelassen. Es ist schrecklich, was mit Colin passiert. Wenn ich nur irgendetwas tun könnte. Nun ja, Michael. Du kannst uns helfen. Ding dong. Ich bin sicher, dass es kein Zufall war, dass wir dich gefunden haben. Du musst uns helfen. Okay. Aber du hast selbst gesagt, alle Opfer sterben. Wie kann ich da helfen?
Sich da einzumischen scheint gefährlich zu sein. Ich habe die Schießerei draußen gesehen. Und was ist mit der Ansteckungsgefahr? Natürlich möchte ich gerne helfen. Aber du hast selbst gesagt, dass alle Opfer sterben. Wie kann ich da helfen? Nein, es ist nicht alles verloren. Es gibt Gerüchte im Lager über ein Heilmittel. Aha. Es scheint, als hätten die Opfer in der Stadt auf der anderen Seite des Zauns Zugang zu einem Medikament. Aber hier drinnen können wir es nicht bekommen. Und alle meine Kontakte nach draußen... Nun ja, lass uns einfach sagen, sie können nichts tun, um uns zu helfen. Okay, also hat er wirklich Kontakte nach draußen. Es gibt also ein Medikament, das sie heilen kann. Es gibt also ein Medikament, das sie heilen kann? Ja, es heißt, es herzustellen dauert lange und wäre sehr teuer. Na? Und deswegen bleibt es den Stadtbewohnern vorbehalten, die dafür bezahlen können. Stadtbewohner? Bring uns das Medikament. Bitte, ich flehe dich an, Michael. Collins Zeit läuft ab. Wie wird denn hier unterschieden zwischen Flüchtlingslager, Stadtbewohner? Aber wie kommen denn die Stadtbewohner in die Stadt? Das ist alles, mein Gott. Höchst interessant, ich bin gespannt. Achso, jetzt haben wir nur noch das zur Auswahl. Sich da einzumischen scheint gefährlich zu sein. Ich habe die Schießerei draußen gesehen. Und was ist mit der Ansteckungsgefahr? Ansteckung? Hast du Angst um dein Leben, Michael? Ohne unsere Hilfe wärst du jetzt tot. Tot! Vergiss das nicht! Darüber hinaus könnte ich dir im Gegenzug auch helfen. Ich könnte dir zurückgeben, was du verloren hast. Verstehst du das nicht? Wäre? Mir wiedergeben, was ich verloren habe? Aber du kennst mich doch kaum, Rod. Ich weiß aber das Wichtigste, Michael. Ich weiß, dass du ein Gelöschter bist. Gelöschter? Was zum Teufel soll das denn heißen? Ein Gelöschter ist jemand ohne Gedächtnis, der sich an nichts erinnern kann. Es scheint, als hätte die große Welle einen enormen neurologischen Einfluss auf manche Leute gehabt, Michael. Du bist nicht der Einzige und auch nicht der schlimmste Fall. Es gibt auch Menschen, die nach der Explosion vergessen hatten, wie man redet oder geht. Einige verhungerten. Sie hatten vergessen, wie Essen aussieht, wie man es isst oder sogar, dass Essen lebensnotwendig Heiliger. Ist. Du kannst dich glücklich schätzen. Du weißt wenigstens noch, wie du dich am Leben hältst. Das ist das Wichtigste. Der natürliche Erholungsprozess geht nur langsam voran. Er dauert Monate, wenn du dich überhaupt von alleine erholst. Hör mir zu, Michael. Ein Mann ohne Erinnerungen ist nur ein Schatten seiner selbst. Oder noch schlimmer. Er ist ein Niemand. Ich habe da draußen immer noch Kontakte. Ich war ein ranghoher Mitarbeiter in der städtischen Verwaltung. Ich könnte deinen Namen ausfindig machen, deine Daten in den öffentlichen Aufzeichnungen, deine Fingerabdrücke. Ich könnte dir dein Leben schnell zurückgeben, im Handumdrehen. Aber bringt uns dann was? Musst du uns bitte helfen. Ich danke dir für deine Hilfe, Rod, und für alles, was ihr für mich getan habt. Aber... Hör mir zu, Michael. Wir wissen, dass unser Sohn möglicherweise dem Tod geweiht ist. Tatsächlich haben meine Frau und ich alles vorbereitet für den Fall, dass er uns verlässt. In der Keksdose. Unser Kind ist das Einzige, was uns an diese neue Welt bindet. Ohne ihn hat nichts mehr eine Bedeutung für uns. Solange es nur die geringste Chance gibt, ihn zu retten, sind wir bereit, alles zu tun, was nötig ist. Bitte, Michael, hilf uns. Ja, ich helfe euch doch. Das ist verstörend. Bei allem, was heilig ist, hör ihn dir nur an. Er ist doch nur ein Kind. Rod, komm schnell her. Schnell. Bring uns das Medikament und wir helfen dir, dein Leben zurückzubekommen. Colin ist unsere einzige Hoffnung in dieser neuen Welt. Hilf uns, unsere Zukunft zu retten und wir geben dir deine Vergangenheit zurück. Ich verspreche es. Auf Wiedersehen, Michael. Nein, Rod. Warte. Ein Medikament holen? Hat er den Verstand verloren? Der Mann will das Leben seines Sohns in meine Hände legen. Tja, Michael. Ich kann mich nicht einmal erinnern, wer ich bin. Ich werde da draußen wahrscheinlich keine halbe Stunde überleben. Aber Rod hat recht. Ein Mann ohne Vergangenheit ist nicht mehr als ein Schatten. Er will mir dabei helfen, mein Leben zurückzubekommen. Meine Erinnerungen. Wenn ich antworten will, dann muss ich dieses Heilmittel besorgen. Ja schon, ein Mann ohne Vergangenheit ist wie ein Schatten, aber
Er kann sich doch wieder eine neue Vergangenheit machen. Klar will man wissen, wer man ist, wo man herkommt, was man gemacht hat. Nur dann? Was ist dann? Das ist halt dieses Ding. Wir sollen für Colin die Medizin holen. Na, interessant. Ob wir das hinbekommen? Ja, Colin ist ein Zerflossener und die wollen ihn natürlich retten. Und von dieser Keksdose, wo in diesem Notizbuch die Rede von ist, die liegt natürlich da. Und da ist die Waffe drin, die die beiden benutzen werden, wenn es Colin nicht mehr gibt. Warte mal. Bevor ich gehe, sollte ich alles Wichtige, was ich herausfinde, in dieses Notizbuch schreiben. Ach so. Das könnte hilfreich werden. Wie Rod gesagt hat, bin ich einer der Gelöschten, die die große Welle hinterlassen hat. Ach so. Ja, natürlich. Es ist ja, er hat ja gerade erzählt, was ich noch in einem Part meinte, dass er wenigstens rudimentäre Sachen kann. Das konnten wohl einige gar nicht mehr und ist natürlich richtig böse. Wenn man sich nicht daran erinnern kann, dass man essen muss, um zu überleben, was Essen ist, wie geht man, wie redet man. Ist man ein kleines Säuglingskind wieder und weiß von nichts irgendwas. Natürlich super schrecklich, ne? Okay, hat gerade reingeschrieben, Rod hat mir versprochen, mir bei der Wiedergewinnung meiner Vergangenheit zu helfen, im Austausch für das Medikament für die Zerflossenen. Okay, hier steht es nämlich, ja. Hier steht das mit da. In der Keksdose liegt die Waffe, die ich irgendwie nur ungern bei den beiden lasse, weil, naja, nicht, dass sie damit Unsinn anstellen. Okay, na, dann machen wir uns mal im nächsten Part auf. Wir können jetzt ja danach hier laufen, weil wir haben jetzt ja Schuhe an, wie man sieht. Ja, nach da zu laufen. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet und wie überhaupt, wie das hier alles weitergeht. Ob meine ganzen Fragen beantwortet, beantwortet werden oder nicht. Ich habe bis jetzt sehr viel Spaß. Ich finde das höchst interessant und ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns im nächsten Part und ja, dann bis dann. Ciao.